Ganz wichtig ist es, dass du wirklich dein Handwerk absolut verstehst und in das, was du tust, absolute Profi bist, an deinen Systematik und Prozess hältst. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Fibonacci Code Kanal. Mein Name ist Nazila Jafari und heute wollen wir über drei Fehler reden, die viele Trader und Investoren besonders am Anfang machen. Grundsätzlich wissen wir, dass Trading eine Wissenschaft ist, Investment genauso. Und die braucht einen ganz klaren Plan, genauso wie jeder andere Beruf auch einen Plan hat. Ohne einen ganz festen Plan können wir nicht uns an unser Ritual halten und unsere Ziele verfolgen. Ein Plan muss ins großes Bild und ebenso auch in kleines Bild erstellt sein. Das heißt, du musst immer erst einmal in dem großes Bild die gesamte Markt, die du handelst, natürlich verfolgen und natürlich denn auch aufschreiben. Das ist ganz wichtig, deine Analyse musst du aufschreiben, weil sobald du ins kleine Bild switchst, wirst du diesen Plan verlieren, denn der Kurs hypnotisiert einen manchmal und du wirst nicht an deinen Plan halten. Das ist eine von den größten Fehlern, die viele, viele Trader oder auch Investoren machen. Der Markt kann natürlich nach oben, nach unten korrigieren. Der kann auch seitwärts laufen. Ich lade dich ein, letzte Marktupdate im YouTube anzuschauen. Wir haben über 2 Wochen Seitwärtstrend gehabt und ich habe jedes Mal natürlich auf die Gefahr hingewiesen, wenn ich einen grünen Balken dann sichtbar für euch unten auch gezeichnet habe, da muss der Markt immer wieder halten. Natürlich gibt es in einem Kasten rauf und runter Korrektur, aber der Markt hat sich schlussendlich nur darüber stabilisiert und ich hatte immer wieder mein Muss-Ziel oben im Visier. Da will ich hin. Und solange diese Gefahr nicht besteht, also solange der Markt das nicht getan hat, nach unten durchbrochen ist, würde ich meinen Plan genauso ausführen. Ihr habt auch gesehen, ich habe auch mein Konto gezeigt. Kleine, also kurzfristige, auch langfristige Long-Positionen habe ich ganz klar bis oben gehalten. Das war mein Plan und ich habe natürlich auch die Korrekturen gehedged, aber selbstverständlich den großen Plan nicht aus dem Auge gelassen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, naja, ich bin ja nicht Investor und trade nicht. Also ich bin Investor und trade nicht oder ich bin Trader und investiere nicht. Also ich bin Daytrader. Völlig egal, was du machst, welche Strategie du anwendest. Du kannst nicht sagen, weil ich eine ganz kleine Pickel auf dem Haut habe und zu einem Chirurgen gehe, der braucht das nicht desinfizieren. Natürlich muss der Chirurgen genauso das anwenden, egal wie aufwendig oder wie, also dieser Prozess, wie lange es dauern mag. Völlig egal. Für mich ist ein guter Investor derjenige, der den Markt in den kleinen Fenster genauso beherrscht, sonst kann er nicht wirklich auf Dauer den Markt schlagen. Umgekehrt ebenso. Wenn du große Fenster nicht im Auge behältst, kannst du ins Klein natürlich dich verlieren. Und das ist eine, wie gesagt, den großen Fehler, die meiste Trader oder auch Investoren machen. Ich habe es auch gehört hier und da, man hat diesen System, anderes System, mal gleitende Durchschnitte, mal sind Bollinger Bänder, mal ist das Charttechnik, mal ist das dies oder jenes, mal ist das Warren Buffett natürlich das beste Vorbild, mal ist es Traden ist das Beste. Was machst du tatsächlich? Also natürlich und selbstverständlich, ein Buy and Hold ist profitabelste Geschäft, was wir haben.
wenn du verstehst, was Bayern Hold ist, was du dafür werden wir natürlich, falls euch interessiert, ein anderes Video natürlich ganz klar erklären. Aber ganz wichtig ist das, dass du wirklich dein Handwerk absolut verstehst und in das, was du tust, absolute Profi bist, an deinen Systematik und Prozess hältst und nicht mal so, mal so, mal diesem Buch, mal anderem Buch, mal diese Methode, mal andere Methode. Einmal, wie ich in der letzten Video gesagt habe, einmal respektvoll Entscheidungen treffen, einmal eine Sache zu Ende führen, dass du einen festen Plan hast und der feste Plan muss feste Regelwerk da drin haben, dass du fast wie eine Maschine handeln musst. Das ist mein erster Step in Richtung Erfolg an die Börse. Alles andere wird nie zum Erfolg führen. Der zweite Fehler, die meisten Leute beginnen, ist direkt an der ersten gekoppelt. Warum an der erste gekoppelt? Weil, wenn du nicht ein festes Regelwerk hast, wenn du nicht wirklich weißt, welche Strategie du machst, mal sind sie Trader, mal sind sie Investor, die wissen es aber nicht ganz genau, warum die das machen, nach welchem Regelwerk sie das machen. Die machen es natürlich so, wie es gerade passt. Noch schlimmer ist der Money Management. Mal gehen sie mit viel Euphorie im Markt und viel investieren sie im Markt, mal gehen sie ganz wenig im Markt, weil sie wieder Angst haben. Das ist alles wirklich der Resultat von nicht vorhandenen Plan und nicht vorhandene Trading Journal. Also, wenn du nicht feste Regelwerk hast, kannst du auch nicht Journal führen. Journal zu führen, wissen meine Absolventen, die müssen ganz genau beschreiben. Unsere Checkliste, die wir natürlich denen beibringen und lange, lange Zeit auf dem Live-Markt und nicht theoretisch, sondern jedes Mal auf dem Live-Markt trainieren, muss jedes Mal angewendet werden. Es muss auch in deinem Journal geführt werden. Warum ist das dieses Mal meinen Trades so extrem gut gelaufen? Warum ist diesmal nicht so gut gelaufen? Du musst 1, 2, 3, 4 eigentlich alle deine Regelwerk jedes Mal dahin schreiben. Welches Setup bist du eingegangen? Warum? Also diese Warum ist extrem wichtig. Es gibt keinen Absolventen von mir, der nicht seinen Plan mir zeigt in den Live-Calls und nicht begründet, warum will er Short gehen, warum will er Long gehen. Es muss seine heilige Ellipse platziert haben, da will er hin, da muss er mit dem Regelwerk mir erklären, denn ich verstehe außer dem Regelwerk gar nichts. Wir sind Händler und wir müssen unsere Prozesse haben. Was ich meine über die Börse, interessiert kein Mensch. Börse interessiert seinen Regelwerk. Der dritte Fehler, den ich sehr oft die Leute erwische, ist nicht vorhandene Geduld. Wenn du einen Plan hast, wenn du wirklich feste Regelwerk hast, dann bitte warte, bis deinen Plan sich erfüllt. Ob du im Markt bist oder noch nicht im Markt bist. Also wenn ich zum Beispiel, wie in dem letzten Video, kannst du die gesamte März-Video schauen, wenn ich einen Long-Plan noch habe, jedes Mal meinen Headshot zum Beispiel mit der Hoffnung zu behalten, obwohl nur korrigiert hat bis zum Bereich und meinem Long-Position dauernd auflösen und hektisch werden, das macht keinen Sinn. Der Kurs wird ohne mich irgendwann mal dahin kommen und ich würde es ja nur sagen, ach, diesmal auch wieder ohne mich gelaufen. Das heißt, ganz wichtig ist, das Geduld zu haben, dass der Plan sich erfüllt. Also, dass der Kurs tatsächlich dahin angekommen ist, wie du analysiert hast. Natürlich muss in deinem Plan ganz klare Regelwerk für CR vorgeben. Also, wo ist dein Stopp? Bis wohin darf der Kurs natürlich nur zurücklaufen oder vorlaufen?
Und dann bist du natürlich dann automatisch aus dem Markt. Aber diesen Plan, wenn du ein ganz großes Bild tradest, also wenn du Investor bist, natürlich ganz kleine Mini-Stopp mit 10 Punkte zu setzen im Markt, macht überhaupt keinen Sinn, dann wirst du im laufenden Band natürlich ausgestoppt. Du musst wirklich einen Plan haben, der dir sagt, da ist der beste Einstiegspunkt und beste Wahrscheinlichkeit, beste RV, und da kannst du natürlich entsprechende Money Management fahren und entsprechend auf diesen Plan warten. Warte bitte auf diesen Plan geduldig. Warte, dass da angekommen ist, wo du gedacht hast, und nicht dazwischen fuschen. Also du musst für dich tatsächlich diesen Plan setzen und sagen, meine Absolventen wissen, wenn wir bestimmte Trends haben und wir wissen, der Markt kann darüber nicht gehen, dann hast du diesen Plan im Auge, der behalte es, schreibe es auf und gucke wirklich dreimal am Tag auf deinen Plan und schaue auf deinen Charts, ob tatsächlich da angekommen ist, passt das noch die CRV, passt das jetzt, wenn ich das tue, welche Wahrscheinlichkeit gibt es, dass es noch der Kurs dahin ankommt, und warte, warte einfach geduldig auf deinen Plan. Das ist eine von den großen Fehlern. Dann wird man ungeduldig, dann geht man im Markt rein und raus, weil der Mensch kann einfach nicht abwarten. Der Mensch wird sehr langweilig, sehr schnell langweilig, und in seine Langeweile natürlich klickt er im Markt rum. Das ist ein absoluter Fehler, und wenn du dich hier damit identifizieren kannst, dann ist dieses Video für dich eine super Chance, heute noch zu beginnen. Beginne heute erfolgreich zu sein. Bitte nutze diese drei Handlungen und schau in deine Prozesse, hast du die, und wenn nicht, implementiere diese drei wichtigen Steps in deinen Handlungen, und ich garantiere es dir, du wirst 100%ig mehr Erfolg haben. In diesem Sinne, alles Liebe der Welt, deine Nasila.